Hallo, ihr Wundervollen. Schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Legung. Wir schauen wieder rein, was so die kommende Woche mit sich bringt. Energetisch gesehen, wir gucken in die verschiedenen Lebensbereiche. Wir schauen, worauf solltest du diese Woche deinen Fokus richten und worauf lieber nicht. Was spielt jetzt gerade gar keine Rolle für dich und wohin zielt diese kommende Woche? Ja, wenn du diese Ratschläge auch beherzigst, wenn du deinen Fokus auf das ausrichtest, was dir die Karten empfehlen. Ja, was ist dann das, wohin diese Woche führt energetisch? Was haben wir da für Energien rumschwirren? Und wie kannst du sie für dich nutzen? Ja, also das schauen wir uns jetzt einfach mal zusammen an mit dem Tarot, Lenormand und Orakelkarten. Du darfst dich ganz, ganz gemütlich zurücklehnen, ja. Und vielleicht hast du auch schon so ein Gefühl für die kommende Woche, ja. Eine Wahrnehmung, wo du sagst, boah, ja, ich nehme wahr. Da könnte das und das passieren oder es könnte das aufgehen. Ja, und wie hättest du es gerne? Wie hättest du gern die kommende Woche? Wenn du jetzt mal Wunschkonzert spielst, wie hättest du es gern? Was würdest du dir denn für eine Energie wünschen? Ja, das kannst du einfach mal mit hier reingeben. Genau. So, und bevor wir starten, möchte ich dich noch wissen lassen, dass du zum einen gerade zwei Möglichkeiten hast, ein Jahr mit mir zu arbeiten, weil vielleicht bist du gerade nicht im Intensivkurs dabei, wo wir das nämlich gerade den Teilnehmern anbieten und schon viele sich entschieden haben, weiterzugehen. Aber vielleicht sagst du auch, nee, ich war jetzt beim Intensivkurs nicht dabei, ich möchte dann gleich in so ein großes Programm. Ich habe da richtig Lust, ein Jahr lang an mir oder meinem Business zu arbeiten. Ich packe dir einfach die Links hier drunter. Schau es dir an, dort findest du viele Informationen. Und wenn du dann noch Fragen hast, schreibst du mir einfach persönlich, ja? Also guck einfach mal und frag dich mal, hey, würde mir das jetzt mehr von dem kreieren, was ich mir wünsche? Genau, also so viel dazu und jetzt gucken wir mal. Let's go. Was haben wir hier für eine, holla die Waldfee, für eine Hauptenergie. Und das ist sie schon, stürmisch auf jeden Fall. Da ist was los, eine schicksalhafte Begegnung. Plötzlich, wie aus dem Nichts, wird jemand hier eine Entscheidung für dich treffen oder du entscheidest dich, wenn es gerade an dir liegt. Und auch habe ich hier zwei Menschen begegnen sich. Es ist so, boom, damit hast du nicht gerechnet. Sie verabreden sich, sie begegnen sich und es ist so, es hat gar nicht anders kommen können. Es ist wirklich Schicksal. Und es ist etwas, was wirklich, es ist so, als würde das aus dem Nichts kommen. Das überrascht dich auch ein bisschen. Es überrascht dich, aber es ist wunderschön. Also es ist etwas, ja, das wird sehr, sehr schön für dich. Das wird erfüllend für dich. Schau mal, das ist von Zuneigung und Liebe geprägt. Ja? Also die allermeisten habe ich hier mit einem Gegenüber. Ich habe aber auch, für die, die sagen, na, weiß nicht so recht oder so, ich habe auch, dass hier sehr schnell und plötzlich eine Entscheidung für dich kommt oder du eine Entscheidung fällst für einen Herzensweg von dir, wo du wirklich sagst, ich wollte es schon immer. Oder jetzt zum Beispiel mit meinem Programm als Beispiel, ja, wo du sagst, Mensch, irgendwie zieht es mich dahin und ich entscheide das jetzt. Und es kommt dann so plötzlich dieses Ja, wo es dir einfach klar ist, das muss ich machen. Vielleicht auch ein Jobwechsel. Ja, so etwas, wo du wirklich sagst, das schlägt in deiner Brust, das Herz, das pocht und das sagt Ja. Und das kommt schnell und plötzlich. Und was da schnell und plötzlich kommt, ist aber von Liebe geprägt. Das ist von Glück geprägt. Hier, das ist von Zuneigung geprägt. Das ist von dem geprägt, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ja, also das soll ich schon mal hier sagen. Das ist, puh, wow. Das war schon mal eine ganz großartige Ansage vom Tarot gleich zu Beginn. Was haben wir denn hier noch im Prism-Orakel für dich? Movement, na genau das, was ich gesagt habe, schnelle Bewegung. Hier kommt in eine Sache Bewegung rein, hier kommt Bewegung rein, generell das Thema Bewegung, also ne, mal so ganz pragmatisch gesehen. In der kommenden Woche viel bewegen, wäre vielleicht ganz cool für dich, ja. Also vielleicht Sport machen, wenn du sonst keinen machst, mehr Sport machen, vielleicht mal statt irgendwie mit dem Auto zu fahren, zu Fuß zu gehen, sowas, ja, oder Fahrrad zu fahren. Also Bewegung generell. Was ich auch sehe, ist Möbel umstellen. Für den einen oder anderen. Movement, Möbel umstellen, etwas verändern. Bewegung auch in dein Zuhause reinbringen. Und hier kommt Bewegung ganz schnell in eine Sache. Wow. Und dann lass uns doch mal gucken, oder? Was für ein Krafttier haben wir noch? Was für ein Krafttier? Und auch schau mal, wie schnell sich auch das zeigt. Also ich habe hier total
die Schnelligkeit liegen für die kommende Woche. Und dann haben wir auch noch die Antilope, es geht voran. Also jetzt kneift mich doch mal einer. Kann mich mal jemand bitte kneifen hier übers Internet, hier energetisch, weil das ist doch der Wahnsinn. Jetzt haben wir auch noch die Antilope, es geht voran. Wisst ihr, wie schnell die sind, diese Antilopen? Die sind richtig schnell. Also es geht voran und dann haben wir halt hier auch noch die Herrscherin liegen. Also es geht mit der Fülle voran. Es geht total etwas voran, was du vielleicht schon abgeschrieben hast. Oder endlich, du träumst schon lange davon, mit deinem Business zu starten. Und jetzt geht es voran, weil du eine große Entscheidung triffst. Ja? Das passiert so oft. Kunden kommen zu mir und sagen, Mensch, ich träume schon seit 5 Jahren davon. Ja? Und dann entscheiden sie sich und kommen in meinen Kurs und plötzlich ändert sich etwas ganz schnell. Ja klar, weil sie eine Wahl getroffen haben. Oder du hast endlich den Job gekündigt oder so. Oder bist umgezogen oder, ne? Aber wie gesagt, hier auch in der Liebe. Es geht voran. Vielleicht auch in mehreren Bereichen. Wir werden jetzt in die Lebensbereiche selber reinschauen. Und zwar schauen wir erstmal in den Lebensbereich Beziehung. Und da haben wir die 10 Münzen. In Beziehungen, mal allgemein, wenn wir nicht auf die Romantik schauen, habe ich hier gute Beziehungen für dich. Stabilität in deinen Beziehungen. Also ne, das Gegenteil von Stress, von Sorgen, von Drama. Nee, ich habe hier auch durchaus für den einen oder anderen ein Familienfest liegen. Vielleicht triffst du deine Schwester mit den Kindern, deine Eltern. Vielleicht veranstaltest du etwas. Vielleicht hast du schon lange darüber nachgedacht, jemanden aus deiner Familie einzuladen. Ja, das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Ja, also die 10 Münzen zeigen das hier. Und die zeigen auch hinsichtlich der Familie eine gewisse Stabilität an. Aber auch auf dein Gegenüber bezogen habe ich hier jemanden, der vielleicht auch länger über etwas nachgedacht hat. Und dann kommt die Bewegung rein, es geht voran und hier kommt eine Stabilität auch rein. Und mit den 10 Münzen habe ich hier eine Beziehung liegen, wenn du auf den Gegenüber schaust, die älter ist. Das ist keine Beziehung, die du seit 3 Tagen führst, ja, gerade kennengelernt oder so. Nee, ich sehe hier eine Beziehung zu jemandem, die schon lange andauert. Eine lange Freundschaft, ein langes Hin und Her, vielleicht auch eine lange Ehe. Ja, wo hier sich etwas fortbewegt, in deine Richtung bewegt. Wir schauen jetzt mal mit den Lennys. Was haben wir hier für Zusatzinfos noch? Einmal bitte Zusatzinfo. Liebe Lennys. Ich habe hier den Eindruck, jemand, der sich ein bisschen aus dem Staub gemacht hat in letzter Zeit, der sich weggestohlen hat, der irgendwie untergetaucht ist, sowas habe ich hier, der sich von dir wegbewegt hat. Ohne irgendwas groß zu sagen, energetisch wegbewegt, emotional wegbewegt oder wirklich wegbewegt, fortbewegt, vielleicht auch hier und da mal geschwindelt hat. Ja, wir kennen das alle, ich habe keine Zeit und so weiter, aber eigentlich hatte dieser Mensch vielleicht etwas mit sich auszumachen. Auch was ich hier sehe, ist familiär. Könnte sein, jemand hat sich zurückgezogen oder jemand, ne, du hast jemanden nicht mehr so ganz vertraut, hier kommt wieder Stabilität rein in eine Beziehung, wo Vertrauen so ein bisschen ein Problem war. Hier kommt wieder Stabilität rein, Sicherheit und du gewinnst da totale Sicherheit, weil, was mir hier angezeigt wird, jemand einen Move macht auf dich zu, jemand wirklich auf dich zukommt, jemand dir diese Sicherheit gibt. Ja? Also auch das. Okay, lass mal ganz kurz noch drunter schauen. Ja, 5. Schwerter. Guck mal, hier, jemand hat dich mal enttäuscht. Jemand hat dich mal enttäuscht. Und das kann eine kleine Enttäuschung gewesen sein, aber auch eine große. Das kann die Enttäuschung gewesen sein, was sich jemand zurückgezogen hat. Ja, das sehe ich hier ganz klar. Und da wird eine Veränderung sehr rasant stattfinden. Okay. Was haben wir im Beruflichen? Berufung und Finanzen. Du bist ganz gut aufgestellt, du bist gerade ganz schön in deiner Mitte, zeigt diese Karte in der kommenden Woche. Du kannst ganz gut mit deinen Emotionen umgehen, du lässt dich nicht von ihnen übermannen. Du bist empfänglich gerade, ja, die Kelchenergie, das ist eine sehr empfängliche Energie, du bist empfänglich, du bist offen und bereit, hier die Fülle auch zu empfangen. Es könnte schon sein, dass du viele, ja, dass Gefühle immer mal wieder dich besuchen, weil das ist die Königin der Kelche, Empfindungen, Wahrnehmungen, aber du lässt dich nicht von ihnen übermannen, sondern schau mal, du hast wie das Seepferdchen hier, guckst du das an und sagst, mag ich das jetzt haben oder nicht, was mache ich denn jetzt mit dir, aber du bist das nicht, versteht ihr?
Und da hast du eine schöne Balance, gerade im beruflichen und im finanziellen Bereich brauchen wir das. Wenn wir uns da von Gefühlen übermannen lassen, ihr wisst das alle, dann machen wir keine klugen Investitionen oder dann sind wir im Job zu emotional oder so. Und nee, da bist du in einer schönen Mitte. Aber gleichzeitig, was ich hier sagen muss, ist, es könnte sein, dass du viele gute Ideen bekommst. Die Königin der Kelche ist sehr medial, also dass du sehr starke Impulse bekommst in deiner Firma, wo du arbeitest, für deinen Job oder für deinen beruflichen Fortschritt. Ja, weil es geht voran, auch hier wieder die Bewegung. Vielleicht kommt dir eine Idee, was du machen möchtest beruflich oder wie du weitermachen willst oder wo du investieren könntest oder. Also sei hier auf der Lauer, lieg auf der Lauer, sag ich mal, für die Impulse, die kommen und schau sie dir an und sag, hey, was will ich damit machen? Weil es kommen viele Impulse, die dich weiterbringen. So, was sagen denn die Lennys? Das war länger jetzt nicht so. Also länger hattest du wie so das Gefühl, es kommt kein Impuls mehr durch, wird mir hier gezeigt. Es war so ein bisschen schwer, es war so ein bisschen, ich sehe nicht, wo soll es hingehen? Das löst sich komplett. Du weißt, du kriegst ganz klare Impulse jetzt in der kommenden Woche, wo es für dich beruflich hingehen darf. Herzensweg auch wieder, ja? Geht schnell, schnelle Impulse, viele Impulse. Und es liegt halt an dir, dann zu justieren und zu sagen, hey, ich will die auch umsetzen. Ja, das ist immer noch deine Wahl, aber das Leben, das Universum, Gott schickt dir die Impulse und das wird hier ganz klar angezeigt und vor allem Impulse, damit diese Wolken hier weggehen. Impulse, dass du in eine Zeit hineintreten darfst, wo es keine Wolken gibt, wo die Sonne scheint. Ja, das ist, was ich hier habe für dich. Sei mal wachsam, da kommen schöne Sachen. Was haben wir für deine persönliche Weiterentwicklung? Was haben wir für dich ganz persönlich hier noch? Was haben wir für deine persönliche Weiterentwicklung? Der König der Kelche, na guck dir das mal an. Also, auch hier mal nur auf dich bezogen, habe ich hier mit dem König der Kelche, dass du einen ganz neuen Umgang lernst mit deinen Emotionen und das macht dich sehr, sehr frei, weil du dich nicht mehr von ihnen übermannen lässt. Der König der Kelche, der hat total die Macht darüber. Schau mal, der hält dieses Schiff fest, der kann entscheiden, wo es hinfährt. Der lässt sich nicht fahren vom Schiff, aka den Emotionen, sondern er entscheidet. Wohin will ich das Schiff jetzt fahren? Will ich zur Freude? Will ich zur Leichtigkeit? Zum Spaß? Wohin will ich? Ja? Also, da habe ich den Eindruck, du gewinnst einen ganz neuen Umgang damit. Ein Stück weit sogar einen Abstand dazu. Du kannst damit gut justieren. Aber auch, dass der König der Kelche für dich hier sehr wichtig wird in deiner persönlichen Weiterentwicklung. Das kann ein Gegenüber sein, der plötzlich dir was sagt, der irgendwas in dir auslöst, wo du für dich was erkennst und wachsen kannst. Es könnte hier sich auch um einen Coach oder Mentor handeln, um eine Vaterfigur oder eben ein Gegenüber, was in deiner persönlichen Weiterentwicklung irgendwie eine Heilung bringt. Ja, wir schauen gleich noch die Lenny an. Aber ne, aufgrund hier Misstrauen und so weiter, vielleicht auch so ein bisschen kleine Lügen oder sich aus dem Weg gehen oder so, könnte hier durchaus sein, dass der König der Kelche, indem er über seine Gefühle auch spricht oder sie dir offenbart, hier eine gewisse Heilung zu dir bringt. Ja, sodass du dieses Thema irgendwie jetzt hinter dir lassen kannst. Einmal mit den Lennys bitte nähere Infos. Ui. Wartet mal kurz. Ja, genau das. Schaut mal. Der Herr schon wieder. Und dann habe ich hier einmal die Kombination aus einem Coach, Mentor. Es kann auch eine Frau sein. Warum? Eine Frau, die coacht oder als Mentor arbeitet oder was ich jetzt hier mache, das ist männliche Energie, weil ich nach außen gehe. Das ist immer männliche Energie auch, ja. Das heißt, es könnte auch eine Frau sein, die für dich wichtig ist oder ein Mann, wo es um Finanzen geht, ja, um finanzielle Fülle, wo du einen guten Tipp bekommst oder eben in den Kurs gehst, was lernst, jemand dir irgendwas sagt, ja, das kann hier in der persönlichen Weiterentwicklung dir total helfen, was die finanzielle Fülle anbelangt, aber auch die Emotionen eben wiederum mit den Fischen. Also das ist schon sehr auffällig. Wir haben den König der Kelche, wir haben hier die Fische liegen, wir haben den Herrn doppelt hier liegen. Also das ist irgendeine wichtige Figur für dich hier in der kommenden Woche. Oh, ich bin ganz gespannt. Vielleicht hast du schon jemanden jetzt gerade ein Bild reingekriegt. Dann kannst du das gerne für dich nehmen, aber sei auch offen, vielleicht ist auch jemand anderes, ja? Okay. Wo sollte dein Fokus in der kommenden Woche denn nicht hingehen? Was ist gerade nicht relevant für dich hier in der kommenden Woche?
Ui, das waren zu viele Karten. Na, da ist es ja. So. Ah ja, das ist spannend. Guckt mal. Wow. Also, das ist super spannend, denn dein Fokus sollte nicht dorthin gehen. Also, wir haben ja hier mit den Liebenden diese Herzensentscheidung. Der Hierophant ist so etwas wie, wie soll ich sagen, das ist auch so eine Energie von für immer. Und der Herzensweg, der kann sich winden, der kann sich formen. Und das heißt jetzt nicht nur, weil du jetzt eine Entscheidung triffst für einen Menschen oder für ein Zusammentreffen oder für was Berufliches, dass das für immer und ewig genauso bleiben muss und soll. Also das ist hier ganz wichtig. Was hier auch wichtig ist, ist, du solltest Entscheidungen nicht anderen Personen überlassen. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, dir Rat einzuholen bei jemand anderem, zu dem du aufschaust, sondern es geht darum, also ne, hier kommt ein Rat zu dir, hier kommt irgendwas zu dir, irgendwas, ein Rat oder irgendeine Entschuldigung oder hier kommt irgendwas, was dir was bringt. Aber es geht jetzt darum, dass du nicht zur Freundin XY gehst und sagst, ja, was soll ich jetzt mit dem Typen machen und soll ich A machen oder B oder was soll ich beruflich oder sowas. Warum nicht? Weil du, Königin der Kelche, es schon selbst empfängst. Ja, darum geht es jetzt hier nicht. Es geht jetzt auch nicht darum, irgendwie den tieferen Sinn in allem hier zu finden, sondern einfach nur dem jetzigen Impuls zu folgen. Ja, das ist genau, was wir hier sehen. Also nicht für das ganze Leben und den tieferen Sinn und das ist zu viel Ladung, sondern einfach so, hey, das ist jetzt gerade mein Impuls. Hey, das fühlt sich nach meinem Herzensweg an. Hey, da will ich hin. Ja, so eher. Einmal noch eine Lenny drauf, bitte. Ja, hier haben wir so ein bisschen das Thema Einladung. Was ich hier sehe, ist, es könnte dich jemand einladen zum Kaffee trinken, eine Freundin oder eine Einladung kann auch sein, ja, zu telefonieren oder sowas. Ja, also ich könnte mir hier eine Einladung vorstellen oder was ich hier reinkriege, ist eine Einladung und dass du dann bei dieser Einladung um Rat fragst oder ne, man wird dann manchmal so dazu verleitet, einfach weil man auch nicht weiß manchmal, was soll ich sonst sagen und dann berät man sich und so. Das brauchst du gerade gar nicht, ja? Das brauchst du gerade gar nicht. Es geht nicht darum. Es geht auch nicht darum, bei Einladungen mit jemandem was zu unternehmen, Einladungen, irgendwas zu tun, in den Kurs zu gehen oder so. Auch da geht es nicht darum, dass das für immer sein muss, sondern du wählst das jetzt. Ja, und das jetzt ergibt dein Morgen. Und so guckst du weiter und weiter, Schritt für Schritt. Also nicht so sehr dieses, oh, ich hole mir einen Rat oder ich brauche einen Rat von jemandem oder auch dieses, es muss für immer sein. Ja, das lassen wir mal zur Seite. So, wir schauen jetzt lieber, wohin sollte denn dein Fokus gehen in der kommenden Woche? Wohin sollte denn dein Fokus gehen? Wohin darf dein Fokus gehen? Zwei Stäbe raus in die Welt. Also, die zwei Stäbe, wisst ihr, das ist immer so eine Energie oder das sehen wir hier ganz schön. Dein Fokus sollte dorthin gehen, was du noch alles erleben willst in diesem Leben. Mit wem und was und was für Abenteuer. Wisst ihr, das ist, da sehen wir jetzt ganz schön den Unterschied. Das ist so Sinn. Es muss so Sinn ergeben und das ist eher so Spaß und Abenteuer und was will ich denn erleben und wie wäre denn das, wenn ich das machen würde und wie wäre denn das, wenn ich da mit diesen Menschen zusammen wäre und das ist eher die Energie. Und dann, und dahin sollte dein Fokus gehen, eine Entscheidung zu treffen. Also in dieser Woche, Entscheidung, hier stehen Entscheidungen an, von anderen, aber auch von dir, weil hier bist du. Also sowohl als auch, ja. Hier, das ist so ein bisschen die Woche der Entscheidungen und diese Entscheidungen bringen einiges voran. Ja, also hier geht es um Entscheidungen. Genau. Vielleicht kriegen wir hier noch einen weiteren Hinweis. Ja, das ist spannend. Wir haben nämlich hier die Wolken gehabt und jetzt haben wir hier nochmal den Berg. Also zum einen eine Entscheidung, die du triffst, wird Berge versetzen. Ja. Wird plötzlich was ganz Neues bringen. Und es könnte sein, dass du gerade noch nicht weißt, ja, wie soll denn das gehen? Oh Gott, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich würde ja gerne aber. Und die zweite Stäbe sagt aber, geh deiner Freude nach und sag erstmal, das will ich haben. Weil, wisst ihr, ich habe das so oft erlebt in meinem Leben. Immer dann, wenn ich so eine Entscheidung getroffen habe, damals, wir sind auf Weltreise gegangen und ich habe das einfach entschieden und ich wusste gar nicht, wie das alles gehen soll und mit dem Geld und so. Aber in dem Moment, wo wir entschieden haben, wir wollen eine Weltreise machen,
Am Ende wurde es eine Südostasienreise, ja, aber wir haben entschieden, wir wollen eine Weltreise machen. Und in dem Moment hat sich alles magisch gefügt, ja. Das war total witzig. Es hat sich so gefügt, dass wir plötzlich, haben wir ein Online-Business gehabt, das ging ganz schnell. Plötzlich, wir haben unsere ganzen Möbel wie soll ich sagen, total geführt, verkauft, so zack, zack, zack. Wir hatten dann plötzlich das Geld und so. Also das war wirklich magisch. Und das erlebe ich immer wieder, wenn wir die... So, und da ist kurz der Akku ausgegangen. Wir haben das gecrashed, dass sogar der Akku ausgegangen ist. Ja, ich habe auch das Gefühl, wow, das ist eine Energie hier gerade. Okay, also Entscheidungen. Und wo du gerade vielleicht denkst, mein Gott, ich weiß gar nicht wie. Ja, da waren wir gerade und ich habe dir erzählt, wie magisch das bei mir immer war. Also, du musst noch nicht wissen, wie. Das Universum macht schon, Gott macht schon für dich, ja? Du darfst aber wählen und darum geht es, da sollte dein Fokus sein. Mhm. Und da sehen wir ein bisschen, 9 der Stäbe auf der Rückseite, da fällt gerade mein Blick hin. Ja, also egal, was in der Vergangenheit war, vielleicht hat es in der Vergangenheit mal nicht so gut geklappt, vielleicht hast du dich da mal ein bisschen verletzt, ist egal. Du darfst jetzt ganz das Neue entscheiden, ja? Das ist so wichtig, nur weil wir in der Vergangenheit war mal was nicht geklappt, das ist egal, du darfst jetzt ganz neu entscheiden. Okay. Dann schauen wir mal, wo läuft denn das hin, wenn du das machst, wenn du da den Fokus drauf setzt und ne, diese Bewegung mitnimmst und all das. Wo führt uns denn diese Woche hin? Was bringt uns denn diese Woche noch? Wo führt sie uns hin? Ein Mangel, der beseitigt wird. Guck mal, du sitzt im Regen und plötzlich kommt jemand mit dem Regenschirm. Also... Ja, auch nochmal 5 der Schwerter. Hier, Mangel. Also ich habe hier den Eindruck, ein Mangel wird weggepustet. Ein Mangel, den du gerade vielleicht noch aufrechterhältst, so von wegen, ne, hier jemand hat sich nicht mehr gemeldet oder ich weiß nicht, wie es weitergeht oder ne, sowas. Hier auch dunkle Wolken, hier haben wir den Berg, aber das geht weg. Ja, ich würde gerne noch eine Zusatzkarte. Das geht nämlich weg. Hier kommt jemand und hält dir den Schirm drüber. Ja, vielleicht bist das auch selber du. Ja. Naja, was soll ich sagen? Das Ass der Kelche. Herrscher auf der Rückseite. Es kommt Struktur und Ordnung in dein Leben. Es kommt Stabilität, hatten wir auch hier schon allgemein in dein Leben. Du hast wieder die Fäden in der Hand. Du bist wieder Herr der Lage, aber auch der Herrscher selber könnte hier in Aktion treten, ja, der sich vielleicht lange ein bisschen Zeit gelassen hat. Ass der Kelche, also vom Mangel in die Fülle, vom Verdruss in den Überfluss. Ja, das ist eine Karte des Überflusses, eine Karte der Heilung, der Emotionen, ja, der großen Gefühle. Also es würde mich jetzt auch hier nicht wundern, wenn hier, ich hoffe, ihr könnt das gut sehen, wenn hier große Gefühle auf dich zukommen. Ja, ich schiebe das mal hier so ein bisschen. So, würde mich nicht wundern. Große Gefühle. Es geht voran. Ne? Guck mal, die Schmetterlinge. Auch hier haben wir wieder die Bewegung drin. Düdüm. Und die Sterne, ja, wow, wie wunderschön. Ja, die Sterne, die auch so eine heile Energie mit sich bringen hier. Und auch dieses wieder in die Zukunft gucken, sich wieder Träume erlauben. Und es ist so dieses, du hast schon die ganze Zeit geahnt, Mensch, das kann es noch nicht gewesen sein. Mensch, da muss noch was kommen. Und ja, dieser große Knall kommt, schau mal so, boom, und plötzlich die Schmetterlinge, lalalala. Ja, das kommt und das ist was, was du schon länger in den Sternen gesehen hast, wahrgenommen hast und das ist etwas, ja, das Leben meint es richtig gut mit dir, ja, also und das Leben meint es deswegen gut mit dir, weil du dran festgehalten hast und gesagt hast, nein, das kommt und das kommt und das kommt und das kommt, ja, und ich weiß, das kommt und ich bin es jetzt schon und ich gehe jetzt schon in diese schöne Energie und ne, all das und das ist das Ergebnis jetzt hiervon, ja, was haben wir denn, genau, da hatten wir ja den Herrscher mal gesagt. So, gibt es noch was ich hier legen will? Jetzt bin ich da so durchgerast. Nein, das Bild ist einfach in sich stimmig. Ja, es ist so, boom, es ist so on point, es ist so wunderbar. Würde mich total freuen, wenn du mir schreibst, wie dieses Blatt hier für dich ist. Ja, weil das ist ja unglaublich schön, ne? mit dieser starken Bewegung. Und vielleicht fühlst du das schon, das kommt schon gerade jetzt. Ja, und... Ja, wie gesagt, wenn du mit mir ein bisschen länger reisen willst, ein ganzes Jahr für dich, für dein Business, was auch immer gerade dein Ziel ist, schau dir die Angebote an. Ich habe auch eine Ausbildung zur Hohepriesterin, ja, wo du ausgebildet wirst im magischen Wissen. Da werde ich euch ganz, ganz viel dazu erzählen und beibringen und all das. Also schau es dir einfach an und wir können auch gerne mal telefonieren, wenn du sagst, Mensch, ich habe da noch eine Frage oder so. Dann geh mal einfach ans Telefon, sprechen wir miteinander. Yes, in diesem Sinne, macht es ganz, ganz gut. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche mit ganz viel Bewegung, Movement, es geht voran. Yes.
Wunderbar. Tschüss, bis ganz bald, ihr Wundervollen.